Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir müssen jetzt zu dieser Mütze dort. Hey, hey du, kleiner Mensch, ja du! Au! Hey du da, guck mich einfach nur zu! Autsch! Na, jetzt steh doch nicht untätig rum, so hilf mir doch! Alles klar! Nummer 1 und Nummer 2! Yeah! Ja, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Naja, ich wäre auch alleine mit dir fertig geworden. Hm. Apropos, was macht ein Kind wie du ganz allein hier im dunklen Wald? Achso, ich verstehe, ja. Minish, Vati, Fluch, heiliges Schwert? So ist das also, ja gewiss, ich habe dich verstanden. Es ist nämlich so, dass ich selbst auf Reisen bin, um einen Weg zu finden, wie man den Fluch des Hexenmeisters brechen kann. Man braucht also das heilige Schwert? Gut, dann werde ich mich dir anschließen. Mein Name ist Ezzelo. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Alles klar. Hey, warte doch mal. Renn doch nicht so, mein Kind. Du kannst nicht langsamer gehen? Okay. Nein. Sieh mal, Kindchen, wie soll ein kleiner Wicht wie ich je mit dir Schritt halten? Ja, ich versuche ja schon langsamer zu gehen. Also wirklich? Ja, was für ein absolut unmögliche Göre du doch bist. Oh Gott! Ja, viel besser. Wenn ich hier oben bin, kannst du mir nicht mehr davonlaufen. Ja, sehr hübsche Aussicht hier. Und außerdem äußerst bequem für mich. Mhm, was krummelst du da? Los, auf geht's. Zacki, zacki. Ach, ehe ich es vergesse. Für kleine Kinder wie dich gibt es allerlei Dinge, die sie nicht verstehen. Drück in solchen Momenten einfach Select und ich helfe dir dann. Ja, das wird anstrengend. Alles klar. Cool. Jetzt sehen wir endlich aus wie der richtige Held, Leute. Ha. Ha. Ha, 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 ha. Yeah. Mit der schönen, coolen Mütze. Kittchen, ich verrate dir was. Die Welt der Minish ist sehr klein. Du kannst die Minish nicht treffen, solange du groß bist. Schau mal dort. Sie sieht aus wie ein normaler Baumstumpf, nicht? Ja, aber dieser Baumstumpf ist ein geheimes Portal, das die Menschen vor langer Zeit erschaffen haben, um ihre Körpergröße ändern zu können. Wenn ich dabei bin, kannst du dort so klein werden wie ein Minish. Wenn du auf den Baumstumpf R drückst, wirst du klein. Um wieder groß zu werden, drückst du erneut R. Also los, ab geht die Post. Alles klar. Oh, magisch. Schwupp. Oh, sind wir winzig. Jetzt siehst du die Welt mit den Augen eines Minish. Und war das nicht nett von mir? Du brauchst dich nicht zu bedanken. Solche Portale gibt es hier und da in verschiedenster Gestalt. Um wieder groß zu werden, stell dich einfach neben den Baumstumpf und drücke R. Du musst aufpassen, wenn du klein bist, lauern viele Gefahren. Wenn du groß bist, ist es eine kleine Pfütze. Wenn du klein bist, ein Meer. Wenn dir etwas passiert, geht es mir auch an den Kragen. Also pass auf. Okay. Alles klar. Ja, jetzt können wir zum Beispiel hier drüber, also hier nicht mehr rüber. Weil das für uns als Minish zu klein ist. Zu klein. Zu tief ist. Zu groß. Aber dafür können wir solche kleinen Wege hier durchqueren. Und auf solchen Blättern surfen, fahren, was auch immer. Und hier ist das Dorf der Minish, Leute. Das Dorf der Waldminish. Dorf der Waldminish. Hallo? Hm, hier ist wohl das Dorf der Waldminish. Oh. Oh. Schnemni. Schnemni. Zios. Nelhetre. Neretner. Netrivre. Nessyms hat. Okay. Sie haben offenbar schon lange kein Mensch mehr gesehen. Was? Du konntest sie nicht verstehen? Das war die Sprache der Minish. Kein Wunder, dass du nichts verstehst. Ich habe auch kaum etwas verstanden, weil sie einen eigenen Dialekt haben. Na, irgendeiner hier wird uns schon verstehen. Suchen wir ihn. Alles klar, und das ist, glaube ich, hier oben der Weise. Nicht der Weise, der Priester, glaube ich. Aber vorher gehen wir nochmal hier rechts den Steg entlang. Denn hier rechts gibt es ein Herzteil, was wir uns holen können. Herzteile halten. Jetzt hast du zwei. Noch zwei zu fehlen und dann haben wir einen neuen Herzcontainer, Leute. Sehr, sehr geil.
Und ich hoffe, ich finde echt alle Herzteile, aber ich kann noch nichts versprechen. Und hier ist die Kirche mit dem Priester. Hallo? Oh, Nanu, du siehst ungewöhnlich aus. Bist du etwa ein Mensch? Es ist lange her, dass ein Mensch hier war. Ich verstehe eure Sprache. Mein Name ist Fester, der Priester. Und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben, da du unsere Sprache nicht verstehst. Südlich von hier ist ein Fasshaus. Dort gibt es eine Quatschbühne. Wenn du die Quatschbühne isst, kannst du unsere Sprache sprechen. Alles klar, danke für die Info. Südlich von hier. Also hier unten irgendwo. Ah, okay. Da rechts habe ich es gesehen. Hallo? Ja, mit euch müssen wir noch nicht quatschen. Wir verstehen euch nicht. Da ist die, Leute. Die Quatschbirne. Ah, Kindchen. Das ist die Quatschbirne, von der Fester erzählte. Dann lass uns gleich mal davon probieren. Ist die Quatschbirne. Du kannst, dann kannst du mit dem Minish reden. Alles klar, jetzt können wir mit dem Minish uns unterhalten, Leute. Hallo? Oh, du hast die Quatschbirne gegessen und du kannst uns verstehen. Der Älteste sagt, die Menschen von heute könnten uns nicht mehr sehen. Unglaublich, dass du uns sehen kannst. Ja, finde ich auch. Ist hier oben jetzt nicht auch einer? Ich glaube, hier oben steht jetzt auch einer, oder? Ja. Hallo. Hast du nicht auch schon einmal davon gehört, dass jemand Glück hatte, nachdem er ein Fragment gefunden hatte? Fragmente sind in Wirklichkeit Items, die wir Minish herstellen. Wir lieben es, den Menschen heimlich etwas Gutes zu tun. Oh, das wusste ich gar nicht. Aber zu den Fragmenten kommen wir später noch. Ganz, ganz später. Aber so viel später auch gar nicht. Ein paar Parts, schätze ich. Hallo. Die Vorfahren von uns Minish waren vor langer Zeit durch ein Tor von ihrer Welt in die Welt der Menschen gelangt. Ja, das haben wir in der Legende der Minish schon mitbekommen. Ich hoffe, ich übersehe hier kein Haus. Das wäre ein bisschen doof. Hallo? Achso, da. Such Melter und die sieben Minish. Er kann das Schwert reparieren. Er lebt in den Bergen und ist ein Meister seines Fachs. Der Älteste kann dir bestimmt mehr über ihn erzählen. Okay, dankeschön. Das ist gut zu wissen. Dann gehen wir gleich mal den Ältesten suchen. Hallo. In letzter Zeit gibt es plötzlich viel mehr Monster. Es ist schrecklich. Der Priester sagt, dass auch der Schrein im Norden voll von ihnen ist. Ja, und wir wissen leider auch warum. Wow, das ist aber schick. Ich will auch mal ein Menschenkleid tragen. Meins kriegst du nicht. Das brauche ich. Sonst friere ich. Womöglich noch. Kennst du Glücksfragmente? Sie sollen bei Menschen sehr angesagt sein. Nein, kenne ich tatsächlich noch nicht. Aber das kommt noch, Leute. Das mit den Glücksfragmenten kommt noch. So. Hier sieht es aus wie das Haus des Ältesten, ja. Oh, du sprichst die Sprache der Minish. Hier gibt es zwar nichts, aber bitte bleibt doch und ruht euch aus. Nein, vielen Dank, aber wir sind in Eile. Mein Name ist Etzelo und das ist Doki. Wir müssen Prinzessin Zelda vom Fluch des Hexenmeisters befreien. Wir wollen das zerbrochene Schwert der Minish hier reparieren lassen. Ah, oh, so ist das. Ihr seid gekommen, um das Schwert reparieren zu lassen. Ja, das hat Etzelo doch gerade gesagt. Mann. Um das heilige Schwert zu erschaffen, braucht ihr die vier Elemente. Die Elemente erhalten die Energie dieser Welt in konzentrierter Form. Wenn man diese Kraft auf das Schwert überträgt, wird es das heilige Schwert. Ich kann euch sagen, wo sich die Elemente befinden. Ah. Okay. Okay, eins ist hier sogar im Wald. Ist wahrscheinlich im Schrein von dem Priester. Das Erdelement ist im Schrein nördlich vom Haus des Priesters. Was habe ich gerade gesagt? Priester Fester wird euch sagen, wie ihr zum Schrein kommt. Im Schrein wohnt inzwischen Ungeheuer, deshalb gebt Acht. Okay, machen wir. Wenn ihr das Erdelement gefunden habt, kommt wieder hierher zu mir. Okay, machen wir. Danke. Gut, dann einfach wieder rechts zum Priester gehen. Oh, Minish. Wir Minish leben an verschiedenen Orten in ganz Hyrule. In Stadt Hyrule leben auch viele Minish. Ja, das sind dann die Stadt-Minish. Ich gehe einen Freund in der Stadt besuchen. Oh, viel Glück. Ja, es gibt verschiedene Minish-Dörfer, sag ich mal. Das hier ist jetzt zum Beispiel das Wald-Minish-Dorf. Dann gibt es in der Stadt halt die Stadt-Minish und so. Und noch ein paar weitere, die wir kennenlernen werden noch. Du willst mich schreien? Ja, bitte, hier entlang. Pass gut auf, denn dort hausen Ungeheuer. Das ist gefährlich. Okay, dankeschön. Da passen wir auf. Wann immer, wenn wir dann hier durchgegangen sind, oder wenn ich hier durchgegangen bin, habe ich das Herzteil da gesehen und dachte mir so, verdammt, das habe ich vergessen. Aber diesmal haben wir es ja mitgenommen. Auf in den Schrein. Bald schreien.
Hier ist es, also der Waldschrein, hier soll Monster leben. Was ist? Zögere nicht, ich bin ja bei dir. Na gut, dann gehe ich eben vor. Nein, warte, wir gehen zusammen. Okay, alles klar. Da durch die Spinnennetze kommen wir noch nicht durch. Nee, schade. Oh. Okay, die brauchen 2 Hits, alles klar. Einmal die Fackel anmachen. Die Fackel anmachen oder die Lampe. Einen grünen Rubin erhalten. Und eine Schatztruhe. Mit einem kleinen Schlüssel. Eröffnet das Schloss. Jo. Schlösser. Na nu, eine verschlossene Tür. Ja, die haben den Schlüssel doch da schon für Etzelo. Oh. Okay, wenn sie noch auf dem Rücken liegen. Kann man diesen Hebel vielleicht rausziehen? Drücke R, um den Hebel zu greifen. Drücke zusätzlich das Steuerkreuz nach unten, um ihn zu ziehen. Alles klar. Okay, wenn diese Schnecken da auf dem Boden liegen, dann können wir sie one-hitten. Und diese Pilze sind einfach cool. Einfach ziehen und dann dann nach hinten, also nach hinten ziehen und dann das Steuerkreuz loslassen und dann fliegen wir ein kleines Stückchen, je nachdem wie weit wir den Pilz gezogen haben. Das ist ziemlich cool. Die Dinger hier können wir noch nicht besiegen, das ist ein bisschen schade. Okay. Das ist ein riesiges Fass. Ach so, beinahe hätte ich es vergessen. Nicht das Fass ist groß, wir sind so klein. Stimmt. Wir sind ja als Minish in den Tempel gegangen und wir verbrennen jetzt, wie auch immer so ein Schalter eine Fackel anzünden kann. Wir verbrennen jetzt erstmal die Ranken. Wir müssen das Fass nämlich lockern, damit wir hier weiterkommen. Jetzt bewegt sich das Fass nämlich noch kein Stück und wir müssen erstmal, wie gesagt, das Fass dazu bringen, sich zu drehen. Und das ist der erste Tempel, Leute. Der erste Tempel ist halt noch sehr, sehr einfach gestrickt. Und hier sieht es auch so aus, als könnte man da irgendwie irgendwas erschaffen. Aber das kommt alles später, Leute. Hoch, Gintje, das Fass hat sich bewegt. Ja. Jetzt müssen wir... Ne, oben noch nicht lang, glaube ich. Ich gehe erstmal unten lang. Wir müssen jetzt nämlich diese Öffnungen zu den jeweiligen Treppen drehen. Was ist hier? Kann ich hier... Nein. Okay, dich können wir besiegen, genau. Und jetzt... Okay, auf dem Boden wird angezeigt... Nein, verdammt. Wie weit wir das ziehen können jeweils. Das heißt, ich ziehe es erstmal nach ganz hinten. Weil hier links geht es ja weiter. Und ich glaube, das ist auch der Weiterweg. Ich kenne die Tempel auch nicht mehr alle auswendig. Okay. Wir haben die Karte. Cool. Sehr nice. Was eine Karte macht, wissen wir alle. Zeigt uns... Nein! Das war gut. Wir haben keinen Damage bekommen, echt nicht? Ich dachte, durch Wasser bekommt man Damage, wenn man da reinfällt und nicht schwimmen kann. Oh. Oh. Geh weg. Wenn wir doch nur etwas hätten, was wir auf den Schalter stellen könnten. Ja. Und deswegen ist es wichtig, diesen Krug hier nicht zu zerstören. Weil wir den jetzt auf diesen Schalter schieben müssen. Zack. Und die Treppe erscheint. Und das hier ist auch ein relativ witziges Rätsel. Eigentlich einfach, aber naja. Genau, halte R gedrückt, um Dinge zu greifen und zu ziehen. Jetzt müssen wir nämlich beide Sachen oder beide Statuen hier draufschieben. Weil wenn ihr seht, wenn wir wieder runtergehen von dem einen Schalter, verschwindet die Schatztruhe wieder. Und wir haben einen kleinen Schlüssel. Also war es doch gut, dass ich erst unten lang gegangen bin. Ich glaube, ich gehe nämlich sonst, wenn ich das Spiel gespielt habe, bin ich immer erst oben lang gegangen. Also bei meinem Pass den Weg oben rechts lang gegangen. Und dann musste ich immer wieder hier zurück. Und den Schlüssel holen. So. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ah, okay. Jetzt können wir hier, glaube ich, weiß gar nicht, ob der Stein so bleibt jetzt, aber... Ja. Achso, ja, wir hätten hier eh nicht lang gekonnt, okay. Okay. Gehen wir erstmal hier unten. Nein. Gehen wir erstmal... Das Rollen und Greifen, das ist der gleiche Knopf, ist ein bisschen unlucky. Das war fast zu weit. Ach stimmt, wir müssen jetzt hier die Brücke aktivieren, damit wir den Pilz ziehen können, um hier rüber zu kommen. Anders würden wir da nicht rüberkommen. Weil wir den Pilz nicht weit genug ziehen hätten können. Okay.
Hier noch so ein Schnäckchen. Alter, wie viele sind hier denn? So, noch eine? Nein, okay. Und jetzt müssen wir die erste Statue hinter den Schalter ziehen, damit wir die zweite dort raufschieben können. Und noch hier durchgehen können. Okay, oh Gott. Ach, stimmt, die Wirbelattacke habe ich ja noch gar nicht. Stimmt, wir können mit dem Schwert ja prinzipiell noch gar nichts anstellen soweit. Das kommt aber später. Nach dem ersten Tempel kriegen wir, glaube ich, ich sag jetzt mal, eine erste Erweiterung. Was ich damit meine, werdet ihr dann sehen. Okay. Weg, 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 weg. Uiuiui. Okay, was ist hier unten? Okay, einmal eine Truhe. Ja, die wir auch ankommen, okay. Mit dem Kompass, sehr cool. Ja, weg, weg. Ah. Okay, und hier? Alles klar, hier kommen wir noch nicht durch. Okay. Das wird dann später wichtig, aber wir haben uns schon mal den Kompass geholt. Ich glaube, die Truhe habe ich auch ganz gern vergessen. Also die kleine, nicht die große. Oh Gott. Oh Gott. Geh weg, weg. Okay, eine Tür. Ah, jetzt sind wir hier, okay. Gut, der Stein bleibt nicht weg. Haben wir denn einen Schlüssel? Weiß ich gerade. Ja, haben wir, okay, gut. Stimmt, haben wir ja bekommen. Oh, hier sind wir beim Miniboss, Leute. Und Kopf. Genau, wir müssen den Kopf angreifen. Danach können wir auf seinen Schwanz raufhauen. Jetzt müssen wir warten, bis er wieder blau wird. Weil wenn er rot wird, ist er aggressiv und wir können ihn nicht angreifen. Und rauf. Und schon haben wir ihn besiegt. Und das war der Miniboss dieses Dungeons, Leute. Und wir bekommen unser erstes Item. Ach, wir können... Oder können wir das ablegen? Ne, können wir nicht. Schade, okay. Bam! Magischen Krug erhalten. Drücke den Knopf, um den Sog zu aktivieren und lasse ihn los, um das Angesaugte wegzuschießen. Lege das Item auf A oder B. Und jetzt können wir hier diese Spinnnetze entfernen. An der Wand müssen wir sie nicht entfernen, weil das bringt uns nichts. Sehen wir ja, ist kein Durchgang oder so. Und wir kommen... Oh, hier kommen wir zum Herzteil. Noch ein Herzteil, Leute. Noch ein Herzteil und wir haben... einen neuen Herzcontainer. Ach, die können... Ach, oh! Wir haben ein Herz gefunden. Wie können die auch so... Oh, das wusste ich gar nicht, dass wir die so besiegen können. Ich dachte, wir müssen die echt mit dem Krug einsaugen. Aber okay. Jetzt können wir hier nämlich alles wegsaugen. Und unter diesen Staubdingern, wie ihr seht, sind manchmal Schalter versteckt. Dort ist auch noch einer, genau. Jetzt haben wir hier eine Truhe und hier noch eine Truhe, alles klar. 10 mysteriöse Muscheln. Dass die Muschel, was es mit den Muscheln auf sich hat, das werden wir ganz am Ende des Let's Plays erfahren. Ach genau. Oh Gott. Das Herzteil da oben holen wir uns also später. Das können wir jetzt noch nicht holen oder es bringt uns jetzt noch nichts. Beziehungsweise, wir könnten es jetzt schon holen, aber wir müssen halt durch das Portal und das ist halt ganz am Anfang des Tempels und da müssen wir eh wieder zurück. Das heißt, das können wir alles später machen. Wir entfernen hier jetzt erstmal den Staub, denn dort ist ein Schalter, genau. Der einen Schatztor erscheinen lässt. Mit 20 mysteriösen Muscheln. Sehr gut. So, hier war nichts mehr, die können wir ignorieren. Und wir sind wieder am Anfang. So. Geh mal weg. Komm schon. Danke. Wieder eine Schatztruhe mit 20 mysteriösen Muscheln. Alles klar. Und ich glaube, jetzt haben wir hier alles so weit geschafft, was wir... Oder gemacht, was wir machen konnten. Ich weiß gar nicht. Guck mal kurz. Ich drehe das mal so rum. So. Oder war hier noch was? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, hier war aber nichts. Nee, hier war nichts. Alles klar. Gucken wir mal auf die Karte. Nein, ich... Nie. Auf die Karte. Okay, hier oben ist noch... der Boss. Okay, das ist das... Genau. Okay, in dem Gebiet, was wir jetzt haben... Das ist keine Truhe mehr. Das ist halt gut. Okay. Jetzt müssen wir, das habe ich auch damals nie
nicht gewusst, was ich hier machen muss. Man muss hier das Spinnnetz entfernen. Ich habe ewig gestruggelt bei diesem... Hallo? Ewig gestruggelt bei diesem Rätsel hier. Oder bei dem Dungeon, bis ein Kumpel dann gesagt hat damals, jo, so und so musst du das machen. Und jetzt können wir hier auf dieser... Auf diesem Blatt... So ein Pech! Ohne passendes Transportmittel kommen wir nicht weiter. Ich habe das doch schon geholt. Jetzt können wir hier auf diesem Blatt halt entlang schwimmen. Oder uns entlang pusten. Oh Gott! Zwei Schläge. Okay. Erstmal wollen wir hier hinten entlang. Achso. Zack. Zack, zack. Haben wir den Schlüssel? Nein, haben wir nicht. Habe ich einen Schlüssel vergessen, oder? Ne, den kriege ich hier hinten, glaube ich, ne? Ja, klar. Natürlich. Ja, ja. Natürlich, natürlich. Geh weg. Geh weg. So, und hier müssen wir auch wieder einen dieser Krüge einfach darauf schieben. Zack. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Hier ein Herz irgendwo unter? Ein Fünfi. Fünfi. Ein Fünfer. Alles klar. Ein Herz, schön. Noch ein Fünfer, noch ein Fünfer. Sehr gut. Zack. Und jetzt die Truhe, wo der Kompass war, Leute. An die kommen wir jetzt heran. Denn wir haben ja jetzt hier dieses Blatt, um über das Wasser darüber zu gehen. Geh weg. Ah, alles klar. Und hier entlang. Ach, die Truhe ist ja sogar schon da. Stimmt. Und wir haben den kleinen Schlüssel erhalten. Und jetzt haben wir hier wirklich, glaube ich, soweit alles getan. Hier, das ist die Tür eben, wo wir nicht reinkamen. Da ist noch eine Truhe. Und dort ist noch eine Truhe. Ja. Da kommen wir gleich hin. So. Ich glaube, die Truhe, die wir jetzt holen, ist, da ist der Boss-Key drin. Bin ich der Meinung. Oder muss ja eigentlich. Oder? Er könnte auch noch oben in der Truhe, aber ich glaube, oben in der Truhe beim Boss war nur Geld drin. Bin ich mir aber gar nicht so sicher. Ne, hier ist der Boss-Key, alles klar. Guck, wir können jetzt auch hier die Pilze ansaugen. Das wird auch hier nötig. Und am besten müssen wir nah dran stehen, weil sonst fliegen wir ins Wasser. Zack. Hier noch ein bisschen weiter weg, so. Okay, und wir haben den großen Schlüssel. Und ein Backport-Port. Ein Backport-Port. Jo. Und hier haben wir jetzt den blauen Teleporter, der uns hier oben zu dem Herzteil bringt. Und schon... Ups. Das war gut. Oh lol, der Part ist ja schon längst vorbei. Oh, okay, dann sammle ich noch schnell das Herzteil. Und dann war's das mit dem Part heute, Leute. Wir haben 4 Herzteile und dadurch einen neuen Herzcontainer. Dann würde ich sagen, wir beenden hier erstmal den Part und machen den Boss dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!